Hey Leute und willkommen zurück zum Let's Play Mini Metro in der dritten Folge. Wir klicken mal auf Fortsetzen. Und ja. Das sieht doch aus wie das, wo wir waren. Und schon sind wir wieder unter Zeitbedrängnissen. Das Spiel ist gefühlt nochmal lauter. Zuerst mal gucken, das sollte es jetzt hier glücklicherweise auflösen. Okay, aber das ist nicht gut, der sollte von beiden angefahren werden. Das fängt ja super an. Kommt schon. Da können doch jetzt ganz viele Leute einsteigen. So, komm. Ein Kreis. So, du fährst nochmal weiter bis zum Kreis. Da oben ist ein Dreieck. Das ans Dreieck. Das ans Dreieck. Habe ich sonst noch was übersehen? Jetzt komm. Uhr, Pause. Play. Du bist da. Komm, steig ein. Das muss ich hier jetzt irgendwie bessern. Sonst, was ist denn hier los? Langsam gehen wir den Bach runter. Gott, langsam fängt das echt überall an, sich zu stauen. Das ist nicht gut. Was habe ich noch? Ich habe noch eine Lok. Ich habe, so wie es aussieht, alle Farben verbraucht. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann setze ich auf grün. Hier in die Richtung jetzt noch eine Lok ein. Und drücke Play. Das hilft uns aber hier oben nicht. Kann ich hier richtig gelb oder blau darüber umleiten? Dann kommt aber jeweils gerade keine Wagen an. Und dann noch ein Kreis. Na, es gefällt mir echt nicht, Leute. Ich glaube, wir haben es verkackt. Ich glaube, wir haben es ziemlich verkackt. Ja. Ich fürchte, Leute, da kann ich nichts mehr tun. Oder kann ich hingehen? Habe ich irgendwo noch... Auf Rot habe ich... Braun habe ich eine Lok mit zwei. Gelb habe ich nur die eine Lok. Nein, gelb habe ich zwei Loks. Dann die Lok darüber. Mein Kreis. So. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und da oben ist noch ein Dreieck aufgetaucht. Das nehmen wir hier mit. Und die Lok. Warum fährt die Lok nicht? Lok fährt. Und Gott sei Dank. Das Problem ist schon mal noch gelöst. Aber irgendwie haben wir gerade überall Probleme. Und ich muss zugeben, das gefällt mir nicht wirklich so. Das da unten hat sich halbwegs entspannt. Das entspannt sich, das entspannt sich. Okay, gut, wir haben gerade so keine Problemzone. Das ist ideal. Die binden wir hier mit ein. Da staut es sich. Stauen sich Dreiecke, weil Dreiecke... Warum stauen sich da Dreiecke? Wahrscheinlich einfach, weil sogar keine Bahn mehr da war. Okay, eine neue Lok. Das ist super. Und aktuell brauchen wir vor allem einen Waggon. Dir den Waggon mit und gucken, wo jetzt weiterhin Probleme auftauchen. Blau ist halt eben auch tatsächlich relativ lang. Sehen wir an den Farben, von wo aus die umsteigen? Kann das sein?
Und ich vermute einfach nur, dass Pink rote Pfeile und Kreise und so weiter hat, weil Pink halt eben keinen so starken Kontrast zu Weiß hat. Okay, da stresst es jetzt. Was? 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 Das habe ich übersehen. Nein. Nein. Okay, gut. Gehen wir mal zum Menü. Das erste Mal in diesem Let's Play. Das sollte an sich vom Plan her London gewesen sein. Was brauche ich denn, um das freizuschalten? Dazu brauche ich 200 Fahrgäste. Gut. Dann machen wir jetzt einfach mal Paris und probieren Paris aus. Spielen wir Paris. Und fangen hier ganz neu an. So. Und das könnte ich gerade... So, dann fährt ihr einfach im Kreis. Das ist ja fürs Erste absolut kein Problem. So, das ist auch absolut noch kein Problem. Ich mag die Musik in dem Spiel echt. Da hat jemand wohl knapp seine Bahn verpasst. So. Jetzt haben wir hier ein Dreieck. So, eine neue Strecke. Und hier hat einmal alle drei Symbole und führt über den Fluss drüber. Und führt dann auch rüber zu Kreis. Das macht das Teil zwar deutlich länger, aber sollte am Anfang absolut noch kein Problem darstellen. Aktuell ist ja auch noch echt übersichtlich, was hier passiert. Machen wir mal ein wenig schneller. So. Dann bauen wir jetzt hier auf der anderen Ebene noch eine Bahn auf. Dann müssen theoretisch hier Leute umsteigen. Da ich die habe, na, hier raus, reicht es für die aber, wenn die so fährt. Kann jeder aktuell mit einem Umstieg zu seinem Ziel kommen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Eine Lok. Und sie hält mal eine weitere Bahnlinie. Aber aktuell geht es ja noch. Beschleunigen wir nochmal kurz, bis irgendwas passiert. Okay, gut. Hier der Kreis. Gut, dann passt mir eine neue Linie. Die hier einmal durchführt. Haben bisher erst einen Tunnel verbraucht und aktuell läuft eigentlich alles relativ gut. Zumindest noch. Die schließen wir einfach hier dran an, das bricht keinem irgendwas. Hab das Gefühl, dass das Spiel lauter ist als beim letzten Mal. Ich glaube, ich muss das im Nachhinein ein wenig runterpegeln. Aber auf meinen Kopfhörern geht's, oder? Okay, gut, ich habe mein Windows-Sound einfach lauter als beim letzten Mal, aber ich sollte es wahrscheinlich noch ein Stück runterpegeln. Hier den Kreis nehmen wir auch noch mit dieser Linie. Steuern wir erstmal, gucken, ob es da Probleme gibt. Das ist so aktuell unsere Problemlinie, würde ich sagen. Das ist eindeutig unsere Problemlinie. Dann führen wir dich doch einmal darüber. Das ist schick. Damit können die Leute, die zum Viereck wollen, jetzt auch da in Anführungszeichen rüber. Verbindungslinie lasse ich jetzt aber einfach trotzdem mal bestehen. Also eine Lok. Und ein Waggon.
Den packen wir hier dran und hoffen, dass das so sauber läuft. Das macht die Linie nochmal ein Stück länger. Lassen wir erstmal kurz fürs Erste so und gucken, wie es funktioniert. Den Kreis müssen wir wohl übel hier aufnehmen. Und da ist ein Kreis in der Mitte entstanden. Das habe ich übersehen. Bewegen wir das hier rüber. Wir brauchen zwar einen Tunnel mehr. Aber sollte so laufen. Beschleunigen wir nochmal schneller. Aktuell ist es noch ganz übersichtlich. Noch relativ übersichtlich. So, das ging relativ easy. So, 200 Leute. Das war auch so die Voraussetzung, um was freizuschalten. Okay, das Truck ist direkt auf der Bahnlinie gespawnt. Das geht auch. Das kann da bleiben. Die Linie wird nicht länger. Und aktuell funktioniert auch noch alles. Ich wiederhole aktuell, das habe ich beim anderen auch gedacht. Okay, gut. Der Kreis wird noch da angebunden. Und langsam wird blau ein wenig lang. Ich habe eine neue Lok. Tunnel habe ich noch einen, dann nehme ich noch einen Waggon. Dann verstärke ich blau. Das ist einwandfrei. Ich habe noch zwei Loks sogar. Dann gehe ich hin und starte hier noch eine in die andere Richtung. So, gucken wir mal, wo ploppt als nächstes was auf und bricht uns das Genick da. Das ist gar nicht mal so schlimm. So. Wobei das hier schon eine relativ umständliche Linie ist. Da fragt man sich auch, welcher Idiot hat sich das ausgedacht. Leider ich. Aber es funktioniert. Don't touch your running system. Okay, gut. Ja. Wir brauchen eine neue Linie für da oben, um da oben ein bisschen aufzuräumen. Oh Gott. Wir brauchen da oben dringend eine neue Linie. Komm schon, gib mir eine neue Linie. Oh ja, Sonntag muss ich auch noch durchlaufen. Die Woche ist ja erst nach Sonntag vorbei und nicht am Sonntag. Aber aktuell funktioniert es noch, das erstaunt mich. Eine Lok, eine Bahnlinie. So. Pause. Wir entfernen die Linie. Blaue Linie führt. So. Gehen wir hin. Wir haben hier viele Kreise. Kreis, Kreis, Dreieck, komisches Teil. Viereck, Dreieck, zack, 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 zack. Und gucken wir mal, ob und wie das läuft. Das sind jetzt etwas geradere Linien. Dann haben wir den Kreis hier hinten einmal drauf und hier einmal drauf. Wir sollten noch zwei Loks haben. So, Anhänger. Packen wir mal da dran. Dann
Haben wir da eine Lok dran? Du bist ziemlich beschissen, Kreis, weißt du das? Okay, gut. Dich dadurch. Kommt auch noch ein Trace Plus dazu. Dich nehmen wir damit auf. Das. Grün geht aktuell, das Teil geht. Laufen wir wieder Zeiten ab. Und da hoch. Oh Gott, das ist komplizierter als ich dachte. Aber wir sind schon bei 533 Fahrgästen. Das ist gut, das ist gut. Da ein Viereck mehr. Okay, gut, das wird leer. Das baut ab. Ich glaube, das Viereck entlastet hier an der Stelle gut. So, du holst noch den Kreis damit. Eine Lok. Ein Umsteigbahnhof. Gut, versuchen wir es mal. Das hier berühren. Machen hier raus einen Umsteigebahnhof. Das ist etwas größer. Und gucken, ob das so läuft. Dann ist das besondere Symbol zwar nicht mehr auf der blauen Linie, aber alle von blau können zu grün umsteigen. Ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Unten das Problem sind wahrscheinlich dann auch nur die Leute, die umsteigen wollen. Dann muss ich das Dreieck leider noch hier anschließen. Der Geist muss leider noch hier dran. Das sieht ziemlich chaotisch aus. Hier entstehen Probleme. Hier erstaunlicherweise noch nicht. Ich hab's. Okay, gut. Du ploppst da auf. Dich nimmst der noch mit. Wobei es sind auch zwei Vierecke. Nein. Dich nimmst der noch mit. Okay, gut, da entsteht ein Stau, das ist nicht so gut. Die wollen mich doch verarschen mit diesen ganzen Kreisen. Okay, gut. Du gehst da raus, da rein. Dafür gehst du noch da rein. Da oben entsteht auch langsam ein Stau. Das sieht gar nicht so gut aus. Ich werde jetzt kurz gucken, ob sich aktuell alles auflöst. Ob das funktioniert. Der bringt die alle hin. Oh Gott. So, die noch ein Stück weiter nach außen. Ich habe keine Tunnel mehr. Ich würde sagen, mit diesem Problem, von dem scheiß Punkt da hinten, zu dem aktuell keiner hinkommt, stellen wir uns einfach in der nächsten Folge von Minimetro. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ciao.